任務なんてサクッと終わらせちゃえばいい。In 2 Tagen ist es soweit. Silberwolf oder Silberwolf kommt zu uns nach Hause, genauso wie bei mir, denn ich werde sie und natürlich auch für ihre Waffe rollen. Und natürlich, bevor mein offizieller Guide am 8. Juni, also am Donnerstag, rauskommt, wollte ich euch erstmal vorstellen und zeigen, was ihr alles braucht, um Silberwolf auf Stufe 80 zu bringen und welche Materialien ihr für ihre Fähigkeiten und für ihre Spuren braucht. Ihr braucht 15 uralte Teile, ihr braucht 15 uralte Spindeln und ihr braucht 15 uralte Motoren. Zudem braucht ihr 65 leeren geformtes Eisen, 887.800 Credits und fürs Hochleveln braucht ihr, wenn ihr genau rechnen wollt, 289 Reiseführer. Für die Maximierung ihrer aller Fähigkeiten, also praktisch den Basic Attack auf Stufe 6 zu bringen, ihre Abilities und ihre Ultimate und ihr Talent auf Stufe 10 zu bringen, braucht ihr 33 uralte Teile, ihr braucht 46 uralte Spindeln und ihr braucht 28 uralte Motoren. Dazu kommen 12 Obsidian der Glanzlosigkeit, 53 Obsidian der Toastlosigkeit und 101 Obsidian der Besessenheit. Dann braucht ihr noch 9 Boss Drops und zwar 9 Ende des Zerstörers. Dann braucht ihr noch 6 Spuren des Schicksals und 2.197.500 Credits. Aber das war's ja noch nicht mal. Wir wollen natürlich bei Silberwolf auch noch ihre Spuren erhöhen. Dazu braucht ihr 8 weitere uralte Teile, 10 uralte Spindeln und 30 uralte Motoren. 6 Obsidian der Glanzlosigkeit, 16 Obsidian der Trostlosigkeit und 38 Obsidian der Besessenheit. Und ihr braucht nochmal 9 Ende des Zerstörers sowie 2 Spuren des Schicksals. Nicht zu vergessen nochmal 2.500 Credits. Zusammengefasst braucht ihr 56 uralte Teile, 71 uralte Spindeln, 73 uralte Motoren, 18 Obsidian der Glanzlosigkeit, 59 Obsidian der Trostlosigkeit, Obsidian der Besessenheit, davon braucht ihr 139. Ihr braucht 18 Ende des Zerstörers, 290 Reiseführer, 8 Spuren des Schicksals, 65 leeren geformtes Eisen und 3.887.800 Credits. Ja, da muss man ganz schön viel rein investieren. Viel Zeit und viel Nerven. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Am 8. Juni kommt mein Guide zu Silberwolf raus. Ich versuche es so früh wie möglich rauszuballern. Kann sein, dass es auch erst abends wird, aber ich freue mich schon drauf. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dahin, ciao.